Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command, Erster Weltkrieg gegen Wenzel. Und es ist vielleicht der Zeitpunkt, mal wieder einen Gang runterzuschalten und sich die Front nochmal genau anzugucken. Wenn man im Ersten Weltkrieg mal zwei, drei Folgen hintereinander beachtliche Mengen an Land gewinnt, kann man manchmal in so einen Rausch geraten. Und deswegen sollten wir gerade die Westfront mit den Franzosen vielleicht jetzt nochmal sortieren. Die U-Boote sind in der Nähe, okay. Sogar noch einer. Stimmt natürlich. Die spawnen ja immer da früher oder später, wenn der Ort unbewacht ist. Aber da kümmern wir uns später drum. So, da steht. Ja, na gut zu wissen. Wir könnten zwei neue Infanteriekorps bilden, wenn wir die seit langer Zeit bestehende Befreiung von der Wehrpflicht seitens der muslimischen Bevölkerung abschaffen würden. So. Aber es könnte Unruhen geben. Nö, also. Dann müssen wir das nicht machen. Truppen kommen wir sowieso hier und da langsam rein. Genau, hier war erstmal das Wichtige, dass wir uns sowieso erstmal der Front annähern und uns da dann halt auch verschanzen. So, alle dahin verschanzen. Ja, das Feld. Man hat direkt drei Gegner ran, aber halt auch einen Fluss. Also kommen, nehmen wir es auch mit. Also du kriegst Upgrades, ihr kommt hinterher. Das doch auf Bomben bringt. Insgesamt nicht so viel, außer dass die auch mal ein paar MPP verlieren. Ja, die Versorgung eh aus Königsberg kommt. So, wir können halt wunderbar die Front schon mal ziehen, dass die hier wahnsinnig viele Einheiten halten müssen und wir dann halt hier irgendwo durchkommen. Hoffentlich demnächst. Ich habe halt immer noch ein bisschen die Befürchtung, dass die sich doch irgendwann nochmal stabilisieren. Schau mal durch. Also sechs Geschosse, dann könnten wir doch vielleicht hier angreifen. Hinten, dann kannst du rein. Dann würde ich durch. Ah, ich hatte gehofft, er kommt schon weiter irgendwie dahin, aber immerhin dann und verschanzt dich hier dann mal. Na, und mal sehen, wie lange und gut er da hält. Wenn wir jetzt hier halt noch Lücken einkriegen, wo wir durchkommen, das wäre großartig. Ja, hier
Wir müssen eigentlich nur das Akku nochmal abschirmen. Also wenn der einfach dran geht, dann passt er schon. So, hier drüben. Okay, da steht jemand drin. Ich meine, wir könnten jetzt auch hier... ein bisschen dem Pfad entlang. Da ist zum Beispiel keiner. Du gehst dahin. Du gehst dahin, dann müsste er jetzt 10 raushauen. Genau. Das ist recht stabil und dann schauen wir mal, was wir da kriegen. So, hier kriegen wir noch nicht ganz so viel, weil die Versorgung halt noch nicht so toll ist. Ja, wir könnten... Na gut, verschanzen jetzt erstmal und gehen auf Nummer sicher. Ja, der Akku dahin, dann kann er, glaube ich, von da 10 auch ausverteilen. Genau, was von da kommt. Und den Reiter kann man der Bewegungspunkte halber vielleicht auch eher hier unten gebrauchen. So, dann können wir da so Druck machen, da, und ansonsten stehen wir da halt. Das passt schon. Ihr steht hier sowieso seit langer Zeit. Und passt eigentlich nur auf. So, das haben wir hier. Zeit, ihn zu belagern, frage. Kann der irgendwie an uns vorbei nach Bagdad laufen? Ich habe fast die Befürchtung. Ja, der kommt erst in die nächste Runde an, sonst machst du hier mal eben auch mit den Weg zu. Dass der hier noch nicht lang kann. Oder du blockierst vielleicht die Straße. Dann kommt er hier auch nicht lang. Dann müssten wir den haben demnächst. Schon Moral bei 26%. Ja, die fällt jetzt nur noch langsam. Wir müssten dringend noch irgendwas erobern. Und dazu würde ich sagen, wühlen wir uns hier entlang. Was kompliziert wird mit der Versorgung. Ah, 2:1. Ja, 3:1, aber komme ich halt nirgendwo so recht wirklich nennenswert in. Probier es mal darauf. Du kannst auch nicht viel machen. Ja. Nächste Runde wird es dann langsam besser. Du sollst auch schon mal mitkommen. Ja, wir warten noch so die nächsten 2-3 Runden ab. Dann klappt das auch langsam mit der Versorgung und dass wir hier durchkommen. So. Ihr solltet auf Schiffe nach Griechenland, aber da wissen wir jetzt, dass deutsche U-Boote in der Nähe sind. Und sogar noch ein Zerstörer der Österreicher.
Dem zeigen wir mal schnell, dass es keine so gute Idee ist, sich hier offen zu zeigen. So, die müssen dann auf Transportschiffen hier rüber. Ich schaue mal kurz, wo gehen die denn hin? Also du kannst ja mal eben hier schauen, wird natürlich leider alles besetzt. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn nicht. Aber gut, sichern uns hier schon mal ein Feld bei Sophia. So, und du gehst dahin. Ich hast auch schon mal das Feld. Dann. Der bräuchte noch eigentlich noch die Infanteriewaffen, weil die anderen haben die inzwischen auch. So, du hilfst da aus. Du gehst da lang. Müsste das mit der Versorgung hier in der Gegend schon klappen. Dann brauchen wir die neuen Truppen. Beziehungsweise du bräuchtest noch das Upgrade. Du bräuchtest noch das Upgrade. Also schon mal ein paar neue Truppen. Da bräuchte theoretisch Verstärkung, aber ich meine, 8 ist ja auch schon gut. Müssen wir schauen, wer eigentlich Sophia angreift und wer sich bei den Osmanen versucht durchzuschlagen. Und ob wir nicht vielleicht noch hier noch eine zusätzliche Landung irgendwo starten in der Nähe. Wäre eigentlich auch ganz wichtig, witzig. Dann haben wir noch diese Artillerie, ha. Gut, das mal vorher aufgeklärt zu haben. Also die auf Athen aufpassen, können auch ein Upgrade kriegen meinetwegen. Ja, und dann müssen wir vor allem noch auf nächste Runde warten, wenn noch zwei Truppen kommen. Die werden jetzt noch eine Weile brauchen und dann mal sehen, wie sich das hier auf Dauer entwickelt. Können wir ja vielleicht griechische Einheiten kaufen. Überlegen, die hätten halt den Vorteil, dass sie kämen erst im August. Aber die kämen halt direkt hier hin. Das wäre was. So, du verschanzt dich dann mal. Die neue serbische Abteilung hat. Wenn ihr da platzieren könnt, kannst du mal da den Ort zurückholen und du kommst da rein. So, die passen hier alle auf. Der wird verstärkt, was mal wieder alle Punkte kostet. Ja, aber wir machen das ja eigentlich ganz gut. Seit langer, langer Zeit verteidigen sie Belgrad. So, kommen wir hier drüben hin. Ich würde ja so langsam gerne die Fronten zusammenschließen. Und der hat überlebt, schön zu wissen. Also hier drüben ist diese Runde Augsburg dran. Die auch versuchen, Augsburg links liegen zu lassen. Und uns Nürnberg vorzunehmen. Mann, das klingt ja nicht auch gut. Da kann ich trotzdem ein bisschen mal drauf schießen. Ah, 2,5. Na gut, stoßen wir vielleicht ein bisschen geordneter vor und nehmen jetzt erstmal Augsburg. So, die werden hier auch verstärkt, soweit möglich. Wenn ich das sehe, du kommst hinterher, dann können wir uns hier durchschießen und das ist doch Eisenbahn, oder? Ja,
Sobald wir Stuttgart haben, haben wir hier auch eine schicke Verbindung durch. SAQ kann dann vielleicht nächsten Zug nach München vorrücken. So, hier, ja, jetzt wäre vielleicht Klagenfurt mal an der Reihe. Steht. Ich riskiere mal. Stand einer dahinter, Mist. Gut, Frankreich. Ja, so eine Sache der schnellen Vormarschieren. Längst nicht mehr jede Artillerie hat irgendwas, wo sie drauf feuern kann. An ziemlich vielen Truppen geht schlecht. Also Lukas, nochmal das Upgrade. Den müssten wir eigentlich voll verstärken. Ja, bevor wir jetzt alle durchverstärken, du darfst dann nochmal vorrücken, dann kannst du nächste Runde auf Straßburg schießen. Dann wirst du verstärkt. Der müsste eigentlich auch verstärkt werden und müsste sich verschanzen. Ja, vielleicht nutzen wir die Runde mal, die Front wieder ein bisschen zu sortieren. Das heißt, wir tauschen dich durch. Oder sollen wir den Reiter angreifen, ne? Wir nutzen die Runde vielleicht zur Sortierung der französischen Armee, dass wir ein bisschen stabiler stehen. So, du kommst nach Metz. Könnte auch wieder voll verstärkt werden. Der Reiter hat noch einen Schützengraben von den Deutschen. Du drehst ihn mal um. So, der verschanzt sich auch schon. Okay, der hat auch einen falschen Schützengraben. Dann, was haben wir hier? Genau, Aachen erobert. Ihr müsst euch auch alle dringend mal verschanzen. So, beziehungsweise hier ist die einzige Artillerie, die diese Runde angreifen könnte. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Bin von den Ergebnissen nicht ganz überzeugt, will ich ehrlich sagen. Du gehst mal dahin, dann kannst du ganz weit weg. Du rückst nach. Auch nur 2-2. Ja, den müssen wir eigentlich verstärken. Verschanzen. Wir könnten ihn kriegen, aber sagen, wir sehen erstmal zu, dass wir unsere Position hier verhalten. Gut, also die können auf Straßburg schießen. Okay. Der hat ein paar Ziele und der attackiert einfach wieder das Feld. Also wir haben für nächste Runde Ziele und ihr stellt euch einfach hinten an bei den Russen. Ja, wir kriegen hier vielleicht einen Durchbruch, dann kommst du hier mit hin. So, US-Flotte. Wie ich ja schon letzte Folge gesagt hatte, es macht einfach die US-Flotte die Blockade. Dann gibt es naja, keine große Seeschlacht, aber was soll's. Fach, ich glaube, das ist dem Ziel Spiel zwar recht wurscht, wer hier die Blockade macht, aber rein theoretisch, ja, wenn die USA die jetzt machen, dann zeigt das ja, dass die jetzt doch einverstanden sind damit,
der Hochseeblockade gegen Deutschland, dass die Deutschen das eigentlich mächtig demotivieren sollte. Theoretisch. Und dank der US-Flotte haben wir zumindest genügend Schiffe, das hier zuzustellen. Die Nordseeblockade reicht es gleich auch noch. Und trotzdem haben wir noch ein bisschen was in der Hinterhand, falls eine Flotte auftaucht, dass unsere Schiffe nicht alle so nett aufgereiht zum Abschießen stehen. Okay, wir machen sie dann nächste Runde voll. Ah, warte, das sind die Einheiten der USA, die kommen mal dahin. Schiffe. Das waren jetzt aber alle. So, du kannst eigentlich mal auf ein Transportschiff. Und hier unten hin. Und hier aushelfen. Ich fürchte, wir kämen gar nicht mehr rechtzeitig nach Rabatas. Vielleicht die das gleich einnehmen. Ja, gut. Und so, wie sieht's hier aus? Du bräuchtest mal voll tanken. Du kannst zurück. Naja, und insgesamt gerade die gesunden Schiffe. Machen wir diese Route doch wieder voll. Möglichst ohne durch die deutschen Minen zu fahren. Warte. Na, möglichst ohne durch die deutschen Minen zu fahren, wie schon gesagt. So, dann haben wir nochmal 5 Schiffe. Die US-Flotte reicht ja genau um die Fernblockade. Nein. Nein, nein, es sind sogar noch mehr. Ich habe die beiden gerade übersehen. Mir noch ein U-Boot, das kann man eigentlich auch hier drüben brauchen. Gut, bei der Forschung gibt es noch irgendwas Wichtiges? Okay, da noch den dritten in der Industrie. Wenn man schon 4 von 5 hat, habe ich echt schwer am Überlegen. Wir sollten vielleicht mal sehen. Hier bei der Artillerie würde ich den dritten noch reinstecken, weil Punkte haben wir eigentlich mehr oder weniger genug, aber Artilleriegeschosse kann man nie genug haben. Dann hauen wir einfach noch in die Kampfkraft. Ja, und in den Grabenkrieg. Frankreich. Ah, warte, hier kriegen wir Punkte zurück. Kampfkraft wird schon gemacht. Da würde ich lieber zurückkaufen. Italien. 2 Punkte fehlen leider. Da lohnt sich noch der dritte Industrie-Deck. Okay, ihr könnt auch mal hier auf Kampfkraft gehen, so ein bisschen. Russland. Vielleicht intensiviert ihr mal eure Artilleriebemühungen. Dann könnten wir da auch endgültig durchbrechen. Die Führung. Achso, wir sind am Ausgabenlimit. Mal wegen da nochmal Logistik. Die USA sollten ja kaufen, damit das, was sie kaufen können, auch noch irgendwann mal eingreifen kann. Hier vielleicht mal eine Artillerie, kann man doch immer gebrauchen. Und jetzt, was noch über ist, Gasgranaten, dann wird die Artillerie noch. Industrie wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Aber bei Brüsseln würde ich einfach auch zusätzliche Korps sparen. So, das heißt, hier, das ist eine stehende Front. Wo erschienen die da nochmal? So, einer in der Stadt, einer hier drüben. Und noch eine italienische Kolonie, also.
Auch eine italienische Einheit aufpassen. Okay. Und hier drüben müssen wir mal sehen, wie das wird. Ich meine, das wäre vielleicht lästig, aber Kern ja auch nicht mehr so entscheidend, vermute ich mal. Aber die Frage ist, Deutschlands Moral ist eigentlich noch ziemlich intakt, im Gegensatz zu der Front hier drüben. Das heißt, ich hätte ja vor ein paar Zügen gesagt, dass es vielleicht 1916, ne, reicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt hier nochmal eine vernünftige Verteidigungslinie bilden, dass es länger dauert. Gerade Einheiten haben die ja durchaus noch, wie man hier in der Ostfront sieht. Könnte jedenfalls interessant werden. Naja, gut, dann würde ich sagen, können wir den Zug beenden. Naja, die guten alten Niederlande habe ich gar nicht nachher hingeschaut, aber jetzt sollten die auf jeden Fall neutral sein. Das heißt 65 Punkte weniger pro Runde für Deutschland. Und jetzt auch Seeblockade, die sollte das auch langsam runterziehen. Manchmal unter 25, das ist gut. Ah, Infanterie, sehr schön. All unsere Infanteristen sind dann noch ein Ticken stärker. Ja, das sieht punktetechnisch weiterhin sehr, sehr schön aus. Und dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Wenzel mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.